In der Gruppenphase der Velux ERF Champions League ging der THW Kiel mit dem Spiel gegen Birebro Silkeborg auf die Zielgerade. Die Zebras, sie kamen gut ins Spiel und gingen schnell mit 4:1 in Führung. Zu viele technische Fehler und liegengelassene Chancen führten dazu, dass der dänische Meister auf einen Treffer herankam. Wir haben 4 verschossen und das ist einfach der Grund, warum haben wir verloren heute. Und ja, der Torhüter von Silkeborg war überragend. Leider so ist das, aber das ist Sport, das ist Handball, war nicht unser Tag heute. Mit einem knappen 11:10 ging es für die Zebras in die Pause. In der zweiten Halbzeit fehlte die nötige Konzentration im Abschluss und der nötige Zugriff in der Abwehr. Manchmal sind man da, manchmal nicht. Das wird ja auch ein bisschen Unsicherheit in der Mannschaft, wenn man ein paar freie Bälle verschießt. Wir müssen halt dranbleiben und als Mannschaft zusammenstehen und dann wird das wieder laufen. Silkeborg schaffte kurz vor Schluss nicht nur den Ausgleichstreffer zu erzielen, sie gingen sogar in Führung. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, muss ich sagen. Die Abrille, heute war 3-4 Abrille direkt in Hand. Und ich finde, die sind eine gute Mannschaft. Die haben heute Angriff gespielt, jedes Mal 1,5 Minuten. Die haben den Spiel in Kontrolle gehabt. Wir wollten immer schnell spielen und die haben immer langsam gespielt. Den Zebras gelang es immer wieder auszugleichen, doch im Endspurt setzten sich die cleveren Dänen auf 2 Tore ab und nahmen beim 21:24 Sieg 2 wichtige Punkte mit. Wir müssen die guten Sachen mitnehmen, was wir heute gut machen. Und dann müssen wir halt die schlechten Sachen auch sehen und gucken, was wir besser machen können.